Asmarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Es geht heute um die Portaltagsenergie vom 8.6. Und zwar ist diese Energie getragen von Auflösung von Ängsten und negativen Programmierungen. Und diese Energie möchte ich gerne mit euch zusammen nutzen, um uns zu heilen, um uns heiler zu machen und einfach um uns von diesen negativen Glaubenssätzen oder Programmierungen zu lösen. Es ist ja gerade in der allgemeinen Zeit sowieso recht schwer, da durchzukommen. Und wenn man dann die Gelegenheit für eine Heilung hat, so sollte man die auch ergreifen. Es geht jetzt darum, dass wir die spirituelle Intelligenz nutzen, ja, die uns da zur Verfügung gestellt wird, diese spirituelle Energie, welche einfach von der geistigen Welt zur Verfügung gestellt ist und uns tatsächlich hilft, dadurch, dass die Schleier ja dünner sind an einem Portaltag, wir diese Energien intensiver spüren und dann mit der Heilarbeit, die wir heute in diesem Video machen werden, es leichter haben, etwas aufzulösen. Und ja, vielleicht kennt ihr es auch, so negative Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug oder das kann ich nicht oder das ist mir zu schwer. Oder auch, ich muss viel arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Ich gönne mir keine Ruhe, weil ich muss jetzt erst noch dies und das und jenes machen. Das sind all solche Dinge, zum Teil Glaubenssätze oder auch zum Teil einfach Denkweisen, die wir so in uns haben. Diese Denkweisen, die uns dann immer dazu bringen, etwas so zu tun, wie wir es die ganze Zeit eben machen, weil wir unser Unterbewusstsein darauf programmiert haben, dass das, was wir so denken, stimmt. Aber wer weiß denn oder wer sagt denn, dass das tatsächlich stimmt? Das ist so eine Sache. Also ich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen Zeitraum für mich gönne, wo ich mich mal erhole, das muss ich echt bewusst und ganz intensiv wollen und auch machen. Denn ich habe so eine Denkweise in mir, du solltest dies noch machen, du solltest jenes noch machen, das solltest du auch noch machen. Eigentlich hast du keine Zeit zum Ausruhen. Das ist das, was mich betrifft. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch irgendwoher. Und dann belastet es einen oder kommt man dann jetzt so in meinem Fall eigentlich gar nicht so sehr zur Ruhe, obwohl ich habe mir gestern einen Tag Pause gegönnt. Also wow, das habe ich geschafft und von daher kann es ja dann nur noch besser werden für mich jetzt in dem Fall und für euch, für diese Denkweisen, die ihr eben jetzt vielleicht entdeckt, wenn ihr mal darüber nachdenkt. Ja, es ist insgesamt das, was wir heute auch machen, dieses Auflösen dieser negativen Programmierungen, weil in dem Moment programmierst du ja dein Denken und dein Unterbewusstsein selbst zu etwas, was dir vielleicht gar nicht so gut tut, ne, weil es negativ ist. Und das lösen wir. Also das hilft uns alles, was wir heute tun, uns für den Aufstieg vorzubereiten. Denn je mehr gelöst ist, umso leichter wird es dann für uns sein, da mitzugehen, da reinzugehen. Es ist ja auch die Zeit der Fragen, was kommt denn jetzt als nächstes? Und dafür, dass wir dafür bereit sind, ist es wichtig, dass wir so viel wie möglich gerade von diesen negativen Programmierungen aufgelöst haben und uns dann auch mal überlegen, was habe ich denn für negative Programmierungen? Ne, das ist ja auch so eine Sache, manchmal merkt man es gar nicht, was man alles so Negatives in sich trägt, weil das im Unterbewusstsein gespeichert ist. Und da wollen wir heute hingucken und einfach auflösen. Und insgesamt ist es ein Teil diese Vorbereitung für den Aufstieg, ist ein Teil von einem Webinar für die Kanalmitglieder, denn dort werden wir den Aufstiegscoach euch zeigen, euch beibringen, was ist wichtig, welche Ausrichtung braucht meine Seele, was für Werkzeuge bekommt man oder welche Werkzeuge gibt es, wir geben euch die dann, wie kann ich mein Umfeld so machen, dass es angenehmer und schöner für den Aufstieg ist. Also all das und das, was wir jetzt heute auch machen, gehört da dazu, einfach sich mal zu befreien von allem, was einem unbewusst belastet oder was wir schon lange programmiert haben und wo wir vielleicht sogar das einfach ohne zu denken Dinge tun und meinen, die sind richtig dabei, sind sie vielleicht beim darüber nachdenken gar nicht so richtig.
Also wir werden neue Muster anlegen heute, wir werden uns neue Gedankenmuster anlegen. Aber vorher sollten wir uns erstmal klar werden, was ist denn das Unterbewusstsein überhaupt? Was hat das, wie könnte man das umschreiben? Also da gibt es ein paar Punkte. Das Unterbewusstsein ist ja der Speicherort für deine Überzeugungen und Einstellungen. Also im Unterbewusstsein wird alles abgespeichert, was für dich, wo du sagst, ja, so ist es, ja, wo du sagst, das fühle ich, das ist meins und das ist meine Einstellung. Das wird alles abgespeichert. Es wird nicht unterschieden, ob negativ oder positiv, sondern es wird neutral, einfach alles bei dir im Unterbewusstsein gespeichert. Und das heißt also, dein Unterbewusstsein ist praktisch wie so eine Schaltzentrale deiner Denk-, Gefühl- und Verhaltensgewohnheiten. Das arrangiert dann immer bei gewissen Situationen deine Denkweise, dann kommt deine Denkweise, dein Verhaltensmuster, dann verhältst du dich so und so. Also das ist alles abgespeichert und läuft automatisch ab, ohne dass du drüber nachdenken musst. Und das Unterbewusstsein ist auch eine Schatzkammer all deiner Erfahrungen. Also alles, was du in deinem Leben erfahren hast, trägst du im Unterbewusstsein. Und also auch die negativen und die positiven Dinge, alles ist da drin. Und letztendlich ist es so eine Schaltzentrale, ein Steuerungssystem für unbewusste Vorgänge. Wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal das Autofahren, nehmen wir mal an, du kannst Autofahren und hast also da, bist öfters unterwegs und dann wirst du vielleicht feststellen, dass du automatisch schaltest, automatisch bremst, mehr oder weniger. Also, dass viele Vorgänge, wo du gar nicht drüber nachdenkst, dass du einfach das tust. Und das ist so ein Verhaltensmuster, was einfach gespeichert ist. Ja, da gibt es ganz, ganz viele, die Verhaltensmuster, was jetzt so dein Leben ausmachen. Und da gibt es halt dann aber auch negative Programmierungen, die du trägst. Und an die wollen wir heute ran, weil die uns ja dann immer Dinge tun lassen, die wir vielleicht gar nicht möchten. Also es ist heute auch mal die Möglichkeit, dass du dir überlegst, was will ich denn ändern in meinem Leben und was sind denn da dazu eigentlich diese Glaubenssätze oder die Programmierungen, habe ich da welche? Und dann kommen wir da weiter. Auch ist das Unterbewusstsein nochmal eine Schatzkammer und zwar für deine Intuition und Kreativität. Denn diese Wünsche, die du vielleicht trägst, die sind auch in deinem Unterbewusstsein abgespeichert. Und je nachdem, wie kreativ du jetzt da dran gehst, können die sich dann auch verwirklichen. Also auch, es ist sehr wichtig und sehr schön, das auch zu wissen. Also gerade die Intuition ist sowieso dieses Bauchgefühl, das, auf was wir hören sollten. Und wenn es dann aber negativ programmiert ist, ist es nicht so gut. Deswegen ist es die Gelegenheit heute, das genau wieder in das Positive reinzubringen. Ja, es gibt solche negative oder ein, nee, nicht, die müssen nicht negativ sein, sondern eingeübte Denkroutinen, die man hat. Stell dir vor, gehen wir mal in die Schulzeit zurück, wenn du in der Schule warst und es war eine Prüfung. Und dann kommen ja so Gedanken, solche Denkstrukturen, die man einfach hat. Und was ist, wenn ich es nicht gut mache? Was ist bei einer Prüfung vielleicht, wenn ich durchfalle? Oder was ist, wenn ich es gar nicht mehr kann, wenn ich gar nichts mehr weiß? Also all diese Beispiele sind jetzt Hinweise für solche Denkstrukturen, die dann automatisch einfach abrollen, aber die wir uns programmiert haben. Du könntest dann auch, wenn du das umprogrammierst, diese Strukturen haben. Das heißt also, oh ja, ich kann das super gut, es fällt mir alles leicht, ich liefere eine so tolle Arbeit ab. Zum Beispiel, das wäre das Umprogrammieren. Und das heißt also auch für dich, wenn du bei dir feststellst oder aufmerksam bist für das, was du denkst, und es kommen jetzt so negative Programmierungen, die bitte sofort vielleicht schon mal aufschreiben, in Positives umwandeln und dann dieses
diesem positiven, umgewandelten einen Raum geben, sich bildlich vorstellen, wie das dann auch geschieht. Also wir werden es auch in der Meditation dann machen, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, einfach in eine Struktur, in etwas Positives umzuwandeln. Das ist eine wichtige Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Und Gott sei Dank ist jetzt gerade dieser Portaltag und hilft uns da, uns weiterzuentwickeln und gibt uns die Möglichkeit, schneller diese Dinge zu lösen, die uns ja so belasten. Also diese ganzen Programmierungen, die vielleicht auch durch die Kindererziehung entstanden sind, die wollen wir ja gerne in etwas Positives umwandeln. Und da ist jetzt deine erste Aufgabe, ist, dass du dich beobachtest, was du denkst, also dass du der Wächter deiner eigenen Gedanken wirst, dass du hinhörst, was denke ich gerade und ist es überhaupt so, wie ich es möchte? Und wenn nein, umändern. Und das heißt, alles oder vieles, was jetzt negativ ist, ist auch von Angst belegt. Zum Beispiel denkt an den Satz, werde ich die Prüfung schaffen? Werde ich sie gut machen? Werde ich sie bestehen? Das ist alles, ist eine Angst dahinter. Eine unbegründete Angst, weil wenn du ja für etwas gelernt hast, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dann kannst du das und dann braucht man da nicht in das Negative reinzugehen. Denn mit dem Negativen macht man sich schwach. Und also, es heißt jetzt, ändere deine Denkweisen. Ändere sie und visualisiere dir die neuen Situationen. Visualisiere dir die neuen Situationen so, wie sie wundervoll für dich sind, so wie du es möchtest. Also jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, wie du das diese Prüfung mit der Note 1 ablegst und du ganz stolz auf dich sein kannst und es dir alles ganz leicht gefallen ist. Das wäre jetzt die Umprogrammierung. Und die ist dann perfekt, wenn du wenn es automatisch kommt, ohne dass du darüber nachdenkst, dass bei allen möglichen Dingen, die du so denkst, dass dann automatisch das Positive kommt. Den Weg bis dorthin, den schaffst du, indem du vorher deine Gedanken einfach beobachtest und dann klappt das. Und negative Programmierungen, die braucht eigentlich kein Mensch. Die brauche ich auch nicht. Und jeder hat es leider. Jeder hat da etwas davon abbekommen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das heute tun. Und vor allen Dingen auch, wenn du später dieses Video anschaust oder später die Meditation machst, wird diese Energie von dem Portaltag darin sein und dir dann auch dazu helfen, dass es einfacher wird, diese Auflösung, dass du also schneller in die Heilung kommst. Denn es ist wichtig, mit diesem Auflösen stimmen wir uns für den Aufstieg ein. Ja, wir begeben unserer Seele eine neue Ausrichtung und inspirieren unsere Seele auf das Positive, auf das Gute, was wir uns wünschen, wie es sein soll. Und das, wenn man das so betrachtet, ist es ein wirklich herrliches Geschenk. Und ich werde auch Erzengel Michael dazu einladen, dass er uns hilft, alles umzuprogrammieren. Und aus meiner Erfahrung her weiß ich, dass Erzengel Michael manchmal sehr kräftig wirkt in seiner Energie. Also wenn er jetzt in der Meditation spürt, wirklich so ein Kribbeln spürt oder wenn es euch ein bisschen dreht oder so, das ist normal. In dem Moment wisst ihr, die Heilung geschieht. Ihr wisst, dass einfach, ja, es wird viel gearbeitet und es darf sich viel lösen. Von daher macht euch keine Sorgen und lasst euch ruhig tief fallen, denn es ist auf jeden Fall gut. Und ja, dann würde ich auch sagen, wir fangen jetzt gleich an. Ich sprühe mich mal ein. Was habe ich denn hier? Kundalini und Fülle. Boah, das wird was werden. Und Smarana. Okay, wow. Also ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt. Und wir werden uns geistig jetzt gleich begegnen.
und so rufe ich meine Seele, mich jetzt zu unterstützen. Und ich bitte um die Energie des Schutzes, die sich um mich herum ausbreitet, einhüllt und trägt. Und ich fordere dich auf zu überlegen, ob du auch den Schutz für dich rufen möchtest. Wenn ja, dann tu es jetzt. Und so rufe ich Erzengel Michael und bitte um Energien, welche uns unterstützen, negative Programmierungen aufzulösen. Einströmt das blaue Licht von Erzengel Michael. Einströmt die Kraft von Excalibur. Einströmt die Liebe von Erzengel Michael und hüllt dich ein. Sie berührt deine Seele, wenn du es erlaubst und dich öffnest. Denn in diesem Moment legen wir unseren Fokus auf die Portaltagsenergie, welche bereits strömt, welche bereits zu dir fließt. Und je weiter du dein Herz öffnest, umso mehr kannst du von dieser Energie aufnehmen. Und nun bitte ich dich, geliebter Mensch, werde dir deiner negativen Programmierungen bewusst. Werde dir bewusst von den Dingen, welche dich belasten, welche dich klein machen, welche dich hindern, ein freies und schönes Leben zu führen. Und lass all dies nun an deine Seele hinaufschwimmen, an die Oberfläche deiner Seele. Lass es dorthin fließen. Erzengel Michael sendet nun die Energie der Auflösung. Und so fließt jetzt in diesem Moment auflösende Energie zu dir. Negative Programmierungen werden gelöst. Es geschieht mit der Kraft der Portaltagsenergie und mit der Kraft von Erzengel Michael. Lass es ruhig geschehen, denn es wirkt alles für dein allerhöchstes Wohl.
Und so spürst du vielleicht, wie die Energie von Excalibur durch Erzengel Michael in dir wirkt. So spürst du vielleicht, wie deine Seele gereinigt wurde und wie jetzt alles in einer neuen Leichtigkeit in dir erstrahlt. Und genau dieser Moment ist wichtig, denn jetzt bitte ich dich, dir vorzustellen, wie dein Leben sein soll, dir vorzustellen, wie es ist, wenn diese negativen Programmierungen entfernt wurden. Jetzt lasse einfach Bilder und Situationen entstehen, wo es dir sehr gut geht, wo du tanzt und singst, wo du ein wundervolles Leben führst. Ich gebe dir ein wenig Zeit. Alles, was du dir jetzt in diesem Moment vorstellst, was vor deinem inneren Auge erscheint, bekommt die Kraft der Portaltagsenergie. All diese Bilder werden jetzt aufgeladen mit dieser hohen Energie. Und nun werden diese Bilder in dir verankert, dafür, dass du es leichter hast, dann diese Denkweisen, die neuen Denkweisen in dir Wahrheit werden zu lassen. Und so spüre die Verankerung und spüre, wie es dir leichter wird, wie deine Schultern nun ganz leicht sind und dein Blick klar ist, richtungsweisend für das, was für dich jetzt wichtig ist. Spüre die Energie von Erzengel Michael, welcher die ganze Zeit bei dir war und jetzt auch immer noch ist. Und dann lächle das Lächeln der Freude und der Heilung, das Lächeln des Wissens, denn alles ist gut so, wie es ist. Du hast es ganz prima gemacht. Und nun verabschiedet sich die Energie von Erzengel Michael mit einem goldenen Smarana, welches er dir überreicht. Dieses Smarana legt er dir in deine Hände und du spürst die Nähe Gottes, deine Verbundenheit zu allem, was ist. Und Dankbarkeit legt sich um deine Schultern, deine Seele schwebt voller Freude über das, was heute geschah. Und so zieht sich die Energie langsam wieder zurück und du kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder, in dein Hier und Jetzt zurück, fühlst dich vollkommen leicht. Und weißt genau, in der tiefsten Tiefe deines Herzens, dass etwas Großartiges für dich geschah. Ich schließe meinen Kanal und danke den Energien, dass ich heute für dich wirken durfte.
Und dann, wenn du wieder ganz da bist, bewegst du Arme, Füße, Hände, öffnest deine Augen. Ja, und freust dich für das, was gerade geschah. Was du jetzt tun solltest, das wäre, aktiv deine Denkweisen zu prüfen und zu ändern. Dich aktiv darum zu kümmern, denn das, was jetzt gelöst wurde in dir, das ist weg. Aber der Platz, der entstand, der braucht neue, gute Gedanken, neue Impulse. Und das ist jetzt deine Aufgabe, das solltest du gleich damit beginnen. Und dann hast du eine wundervolle Heilung erhalten. Schön, dass du heute hier bist. Und so wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Vielleicht schaust du mal zum Engelradio. Das ist 24 Stunden, 7 Tage live. Schau mal rein, schau dir es an. Dort kannst du dich auch austauschen. Immer wieder mal am Tag, wenn dir danach ist, findest du dort jemand. Und natürlich auch auf meinem Telegram-Kanal. Dort kannst du in der Gruppe dich immer austauschen. Und dort werden auch ganz viele schöne Dinge, schöne Tagessätze gepostet, wo man sich ja wundervoll darin fallen lassen kann. Also auch dort ist ein Austausch möglich. Und das spirituelle Treffen, das habe ich auf August verlegt, weil die Bestimmungen vom Hotel jetzt anders, mir letzte Woche anders gesagt wurden, als wie es vorher war. Ich weiß, die Bestimmungen, die ändern sich immer wieder. Ja, und aus diesem Grunde habe ich es auf August verlegt, weil ich denke oder hoffe, dass wir dann die Möglichkeit haben, ohne Test dort das Seminar zu machen. Falls es immer noch Tests gibt, werden wir neu überlegen, aber verschieben werden wir es auf keinen Fall. Noch einmal, das war jetzt nur ein einziges Mal und auch eine ganz große Ausnahme. Und auf jeden Fall gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass wir ins Freie gehen. Also es wird etwas geschehen, so wie es gut und richtig ist, dann im August. Ja, ich freue mich auf euch und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Smarana, dafür, dass ihr heute hier wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.